Servus, Kameraden, willkommen zurück zu WoT Live. Ich bin Köln, wir fahren Super Conqueror, Stufe 10. Heavy! Der Briten. So, wir haben ein Hull-Down-Monster, deswegen werden wir nicht direkt in die Stadt fahren. Da gehören wir nicht hin. Der Kranwagen wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt in der Stadt anzutreffen sein, aber auf der rechten Seite, da können wir ein bisschen was reißen, deswegen werden wir uns darunter an den kleinen See begeben. Was haben wir noch dabei? Ein Löwe. Type 4 Schwert zweimal. Die fahren sogar im Zug. Das ist sehr schön. Gegen T10 und ein Objekt 263 ebenfalls im Zug. Also hier unten stehen wir deutlich besser als direkt in der Stadt. Das sage ich mir so, wie es ist. Denn wir können hier unsere Wanne recht gut verstecken. Oben nur die Kanone rausschauen lassen. Jetzt müsste ich da rüberfahren. Wenn ich mich noch gut verstecken will. Bräuchte aber jemand, der auf der rechten Seite ein bisschen aufmacht. Aktuell keiner hier. T44 und CDC sind rausgefahren aufs freie Feld. Macht Sinn. Ist schon mal nicht da. Wir werden jetzt in dem Moment, wo ich darüber fahre, kommt irgendwo einer rausgekrochen und verpasst mir eine. Ne, keiner. Hatte leider noch keine gute Crew drauf. Ich fahre nämlich recht selten, weil er mir einfach zu speziell ist. Standard B, ist da drüben. Objekt. Kommen wir natürlich nicht durch. Objekt 2684. Machen wir noch einen rein da. Dürfte auch nicht getroffen haben. Oh, erstes schon raus. Das haben wir verloren. Ein 9er. Type 4 schwer, okay. Nichts mit HE, Freunde. Nächstes raus. Und hier bin ich komplett auf dem Präsentierteller. Das muss nicht sein. Schelle. Da kommen wir durch. Untere Wanne ist fast überall ein Schwachpunkt. Da nochmal durch die Kette. Das Kettenrad nicht angezündet. Nee. Und dann noch eine hinterher. Ja, auf die. Den Helm brauchst du mir nicht zu schießen, das bringt relativ wenig. Der dürfte gleich raus sein. Und auf Wiedersehen. Objekt 2684 verabschiedet sich. Den Kranwagen rausgenommen. Ja, Kranwagen ist ebenfalls weg. 1570 Schaden, ist noch nicht viel. Aber wir können ein bisschen offensiver zur Sache gehen. Standard B dürfte zumindest von der Budget 25 Tonnen bis ans Korn genommen werden. Mal hier rüber retten. Schnellstmöglich. Und dann die Su 101 rausnehmen. Da müssen wir aufpassen. Die habe ich nämlich selber. Die ist gar nicht mal so ungefährlich. Ferdinand, 3280er Schelle. Der ist hier drüben, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da an die Ecke direkt warte. Da bist du raus.
Kann jemand auf dem Ferdinand schießen? Ich glaube eher nicht. Da ist er. Oh, guck. Da ich direkt eine mit. Und eine böse Schelle vom Ferdinand zurück. Nase raus. So, 3279 Schaden. Hoppala, da ist die Artillerie. Die macht uns da gerade eben einen kleinen Strich durch die Rechnung. Mal alle wieder beleben und alles wieder reparieren. Zweimal Artillerie haben wir. Dreimal Artillerie im Gegnerteam, okay. Indienpanzer und ein T26 E5 Patriot. Auf den kriegt man keinen Schuss. So. Jo. Aber ein bisschen Schaden haben wir gemacht. 850 Schaden geblockt, das ist nicht besonders viel. Aber die Artillerie wird jetzt erstmal vor uns flüchten, denke ich. Wir werden trotzdem über die rechte Seite fahren, dass sie jetzt nicht irgendwie auf der rechten Seite entwischen könnte. Da ist die M55. Interessiert uns nicht, die kriegen wir eh nicht raus. Nimmt sogar noch jemanden mit. Wir wechseln danach mal auf AE. Das war nix. So, eine ist noch übrig. Von der wir wahrscheinlich auch nichts abkriegen. Haben sonst noch mal 3 Kills gemacht. Wir haben in einem 10er Gefecht eine gute Leistung gebracht. Okay, war eine okay die Leistung. Mehr nicht. Mehr nicht. Vielleicht gibt es dafür einen 1er. Die Artillerie wird, denke ich mal, nicht auf uns schießen. Die wird mit Flüchten beschäftigt sein. Wir werden ein bisschen Cap-Punkte sammeln. Und gleich ist die Arti raus. Planetenzerstörer T92 AMC. Oh ja, die ist böse. 2 Kills auf dem Konto. Und die andere Arti ebenfalls mit 2 Kills. Du weißt genau, was die Arti geleistet hat. Ordentlich, ordentlich, ordentlich. Bis auf den GWT-KP. Aber ansonsten, ja. War so eine kleine, hübsche Runde. Ich fahre den, wie gesagt, nicht sehr häufig. Auch nicht sehr gern. Der ist eben sehr speziell. Ist ein reiner Hulderer-Panzer. In der Stadt hat er gar nicht zu suchen. Das heißt, wenn du in die Stadt drücken musst, dann bist du meist auf verlorenen Posten. Untere Wanne extrem weich. Auftrag abgeschlossen, das ist sehr gut. Bla 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 bla, labarababa. Zeig mal den nächsten Auftrag an. Auftrag nicht ab. 4 Fahrzeuge zerstören, okay, ist meist gefehlt. Ist egal. Ist egal. Jo, 808 HP, reicht nur für 3. Aber macht nichts. 25.000 nehmen wir netto mit nach Hause, das ist okay. Wenn es euch gefallen hat, gehen wir mal zurück hier. Fleißig draufklicken, Like da lassen, ein Abo für meinen Kanal. Ihr habt noch ein schönes Video zum Anschauen. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut, ciao.